Also wenn es irgendetwas gibt, wo ich keinen Bock mehr drauf habe, sind es Maiskolben. Ich müsste weder eine essen noch irgendwo eine sehen. Also so viele Maisfelder, wie ich jetzt in diesen 2 Wochen dran vorbeispaziert bin, ist wie gut. Buon Camino, meine Lieben. Ich bin jetzt seit fast 3 Wochen unterwegs. Und ich würde jetzt gerne mal ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe, zum Thema Jakobsweg mit euch teilen. Jakobsweg, Lebensweg, das heisst es ja eigentlich recht oft. Und ich habe auch nie so richtig gewusst, was damit gemeint ist. Aber habe für mich jetzt ein bisschen eine Definition gefunden, wieso Lebensweg. Ich finde, das Leben begegnet einem definitiv in Form des Weges, wo man läuft. Vorher habt ihr ja gesehen, wie ich mich extrem darüber aufgeregt habe, dass schon wieder so ein Maisfeld kommt. Und ich bin doch jetzt schon durch 1 Million Maisfeld gelaufen. Aber warum regt es mich so auf? Es regt mich auf, weil es immer das Gleiche ist. Es passiert einfach nichts. Es ist einfach ein Maisfeld und es geht ewig. Oder man läuft über ein Feld und es kommt einfach immer das Gleiche. Und ich kann das total in mein Leben adaptieren. Ich habe extrem Mühe oder schon immer extrem Mühe gehabt mit wiederkehrenden Routinenarbeiten, wo immer das Gleiche passiert, immer das Gleiche ist. Es ändert sich nichts. Und genau das macht mich im Leben auch verrückt. Wenn ich zum Beispiel die Wahl hätte, möchte ich jetzt durch ein Maisfeld laufen oder nehme ich die Schlucht, würde ich mich auf jeden Fall für die Schlucht entscheiden. Weil ich dort einfach wieder Reiz vom Unvorhergesehenen habe. Also ein falscher Tritt und ich könnte fallen. Aber hinter jeder Kurve, die ich mache, könnte der schönste Wasserfall auf mich warten. Und wenn es nicht so ist, dann kann ich zumindest darauf hoffen, dass es hinter der nächsten Kurve so ist. Der Weg durchs Maisfeld, der ist einfach safe. Eventuell hüpft überraschend mal ein Reh aus dem Maisfeld. Auf was ich in dem Sinn raus will, der Weg, den ich jeden Tag laufe, spiegelt irgendwo auch den Alltag in allen Facetten wieder. Man entwickelt Vorlieben für gewisse Wege und entwickelt genauso auch Abneigung gegen gewisse Formen des Weges. Auf der Etappe Villachson nach Mundo ist, was den Weg anbelangt, sehr viel Wiederkehrendes passiert. Eben viele Maisfelder und Feldwege. Was es etwas herausgerissen hat, sind die Städte Romont, Luçon und Moudon. So, Romont wäre einfach schon mal angeschrieben. Und ich wäre auch nicht traurig, wenn das Klima würde kommen. So geht es jetzt seit 4 Kilometern, seit Villachson. Einfach immer so mehr oder weniger Grad an der Sonne, an x Maisfelder, die ich nicht mehr sehe, vorbei, bis nach Romo. Die Kühe bekommen eine neue Weide. So, Romo ist in Sichtweite und die Hoffnung auf ein Bier steigt auch wieder bei mir. Tja, wer Schatten will, muss bereit sein, das mit anderen zu teilen. Hier wäre eigentlich eine Pilgerunterkunft in Romont, aber aufgrund der Covid-Situation empfehlen sie im Moment keine Pilger. Aber ich wollte ja eh noch weiter bis auf Moudon. Hier wäre die Kirche, die ich jetzt auch gerne schnell von innen anschaue. Finde ich persönlich jetzt nicht gerade das Schönste, aber ist okay. Romont ist ein sehr herziges Städtchen und ich zeige hier gerne ein paar Impressionen. Ich hoffe, das ist eine gute Abkürzung, die ich hier abnehme, weil ich habe keine Ahnung, ob ich so nachher wieder gut auf den Jakobsweg komme. Das hier oben ist das Château von Luçon. Anscheinend war es mal Kanton Bern, weil man sieht oben am Schloss ein Berner Wappen.
es ist heute so ein never ending story. Entweder Maisfelder, Felder, Felder oder Strasse. Und es geht auch, wenn wir hier übergehen, wieder auf eine Tierstrasse weiter. Surprise, surprise. Mal eine Abwechslung zu Maisfelder und Teer. Irgendjemand anders hat auch den Weg auch als sehr langweilig und eintönig empfunden und denkt, er peppt es mit einem Graffiti auf. Ein Highlight, ein Vogel fliegt vorbei. Eine Abwechslung. Neben rechts am Maisfeld kommt jetzt noch eine Birkenallee. Im Bild ist noch gerade der Gasthund von meiner heutigen Unterkunft. Er will immer schmusen, ist aber herzig. Und morgen geht es von Moudon nach Montprévailler. Buen camino.